Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute ist der 31.12., das heißt, es wird Zeit für eine Recap von 2020. Außerdem werde ich euch natürlich auch noch zeigen, was hier auf diesem Kanal in 2021 verändern wird und was natürlich auch meine Ziele für 2021 im Generellen sind. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem folgt natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal und tagt natürlich auch gerne meinen Creator-Code TheElCraft im Itemshop ein. Und dort haben wir tatsächlich mittlerweile die 50 Support-Creator-User erreicht. Freue ich mich auf jeden Fall extrem drüber, dass so viele meinen Creator-Code dort eintragen. 2020 war auf jeden Fall für mich ein extrem nices Jahr, wahrscheinlich für viele andere eben halt nicht. Mit Corona war es ja für sehr, sehr viele schwierig. Für mich aber als Schüler einfach mit der Zeit eben halt von März bis Juni einfach komplett im Homeschooling zu sein, richtig einfach Daily-Content durchzuziehen, das war auf jeden Fall ein extrem nices. Dadurch habe ich natürlich auch, dass ich einfach fast das ganze Jahr Daily-Uploads gemacht. Am Anfang des Jahres hatte ich ja weniger als 200 Abonnenten, hatte 50 Aufrufe pro Tag. Und dann so eben halt, wo die Corona-Zeit eben halt wirklich begonnen hatte, kamen eben halt locker mal Videos, mehrere Videos mit 1000 Aufrufen oder mehr. Es kamen Videos, oder es gab einen Tag, wo ich einfach 8000 Klicks gemacht hatte. Das war schon eine sehr, sehr geile Zeit, diese ganze Corona-Zeit einfach von März bis Juni, jetzt auch wieder vor allen Dingen eben halt November, Dezember. Hat wieder extrem gebockt, gerade auf Twitch geht es immer zur Zeit komplett durch die Decke. Zum Beispiel auch beim PC-Build-Stream, wo wir 11 Average Viewer hatten, das hat sich so extrem gebockt. Ich hoffe natürlich, dass ich im nächsten Jahr noch deutlich mehr solche Streams machen kann. Und ich muss sagen, Dezember war einfach ein extrem geiler Monat jetzt nochmal und definitiv der beste Monat vom ganzen Jahr. Es ist einfach extrem schön zu sehen, dass sich mittlerweile eine richtige Community auf diesem Kanal gebaut hat und eben halt immer wieder Leute zurückkommen. Einfach mittlerweile extrem viele Leute, die unter jedes Video kommentieren, in jedem Stream dabei sind. Und das ist wirklich einfach unglaublich schön zu sehen und viel schöner einfach als alles, was ich vielleicht damit jetzt an Geld verdiene. Was natürlich auch ganz nice ist, dass ich mittlerweile die Option dazu habe, eben halt wirklich ganz gut Geld damit zu verdienen, was natürlich dann auch alles am Ende wieder in das Setup gesteckt wird. Ich kaufe mir keine anderen Sachen, ich bin kein Fan von irgendwelchen teuren Modemarken oder so, sondern es geht wirklich alles hier wieder rein, das heißt entweder im Background für dann natürlich die Streaming-Qualität mit dem neuen PC beispielsweise. Im nächsten Jahr werde ich mir beispielsweise dann auch ein neues Mikrofon kaufen, bessere Lichter kaufen, damit ich hier einfach dieses ganze Streaming, die ganze Streaming-Qualität insgesamt einfach noch mehr improved wird. Am Anfang des Jahres hätte ich tatsächlich auch niemals damit gerechnet, dass ich so weit komme, weil ich eben halt am Anfang des Jahres irgendwie 30 Abonnenten pro Monat gemacht hatte und eben halt so gesagt hatte, ja, bis Ende des Jahres vielleicht 750 Abonnenten oder so, und dann hatten wir einfach schon im Mai die 750, jetzt haben wir 2300, das ist einfach ultra krass und das ist eben halt wirklich, also egal welche Ziele ich mir gesetzt hätte, ich hätte niemals gedacht, dass ich so viel eben halt in diesem Jahr noch erreichen könnte. Genauso natürlich auch in meinen Twitch-Streams, das sind Twitch-Affiliate, genauso natürlich YouTube-Partner jetzt auch geworden, und bei Twitch läuft es mittlerweile auch, wir haben fast 5 Average Viewer tatsächlich jetzt in jedem Stream, und das war tatsächlich auch mein allerletztes Ziel, was ich überhaupt noch im Jahr hatte, und das war eigentlich auch das Ziel, wo ich niemals mitgerechnet hätte, dass ich das noch annähernd schaffe, und das war auch so ziemlich das schwierigste Ziel überhaupt, was ich eben halt erreichen konnte, und das vor allem natürlich auch, dass wir dort eben halt jetzt einfach so viele Viewer mittlerweile sind. Ich habe in diesem Jahr eigentlich auch wirklich alles erreicht, was ich mir überhaupt eben halt vorstellen konnte, egal ob auf YouTube, Twitch oder wo sonst auch immer, wirklich extrem krass, was wir einfach alles in diesem Jahr erreicht haben. Ich hoffe natürlich, das geht jetzt das nächste Jahr so weiter. Für mich, wie gesagt, war es auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Jahr, und das nächste Jahr sollte auf jeden Fall, wenn überhaupt, nur besser werden. Wie ich schon angesprochen hatte, gibt es im nächsten Jahr natürlich noch ein paar Änderungen hier auf diesem Kanal. Natürlich einmal die ganze Qualität mit neuen Mikrofonen und so, das wird natürlich sich alles verändern. Allerdings werden wir wahrscheinlich im Sommer auch nicht mehr in diesem Raum streamen, denn ich werde wahrscheinlich in den Sommerferien umziehen und dort gibt es dann natürlich einen neuen Raum, wo wir das Ganze dann auch einrichten werden. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon extrem. Ansonsten wird es natürlich, oder werde ich versuchen auf jeden Fall, das ganze nächste Jahr Daily Uploads weiterhin zu machen, dass wir am Ende des Jahres 365 Videos hochgeladen haben. Genauso natürlich Daily Streams so gut wie möglich einfach durchziehen. Falls ihr natürlich noch Wünsche oder Ideen habt, was ich hier auf diesem Kanal im nächsten Jahr verändern wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Außerdem schreibt natürlich auch gerne rein, wie für euch das ganze letzte Jahr war. Meine groben Ziele aber fürs nächste Jahr sind einmal, dass wir 10k auf YouTube erreichen. Das, denke ich mal, sollte auch so ziemlich das leichteste sein. 2,5k würde ich mich auch richtig freuen, wenn wir das auf Twitch erreichen könnten. 50 Average View, das wäre mein absolutes Ziel. Das würde wahrscheinlich wieder so ein Ziel sein, was wir vielleicht Ende Dezember wieder erreichen können. Also das sozusagen wirklich das High-End-Ziel, was komplett schwierig wahrscheinlich sein wird zu erreichen. Aber das wäre natürlich das, worüber ich mich am allermeisten freuen würde. Natürlich versuche ich auch meine ganzen anderen Social-Media-Plattformen zu pushen, beispielsweise mein Discord-Server, dass wir dort am Ende vielleicht des Jahres oder auch zur Mitte des Jahres das ein oder andere Tournament einfach machen können,
dass wir da einfach zum einen vielleicht mal einen Sponsor bekommen, der das vielleicht auch hostet. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice und dass wir das mit Creator-Code-Einnahmen einfach hosten können und dort natürlich genug meine ganzen Streams auf Discord haben, dass wir eben halt wirklich diese ganzen Tournaments veranstalten können. Außerdem werde ich versuchen, wahrscheinlich über das Jahr zwei neue Social-Media-Plattformen zu etablieren, und zwar Instagram und TikTok. Ich weiß, TikTok ist eine absolut cringe Plattform. Ich werde natürlich einfach nur meine Ausschnitte von irgendwelchen Videos posten oder irgendwelche Clips, die ich gemacht hatte. Das ist das Einzige, was dort gepostet wird. Ansonsten gibt es keinen wirklich exklusiven Content. Vielleicht immer, wie gesagt, so etwas wie Clips. Genauso auch auf Instagram genau das Gleiche. Also höchstens irgendwelche Clips, Ausschnitte von Videos oder eben halt mal vielleicht kleine Snippets für Videos. Das gibt es vielleicht da, aber es wird eben halt keine rein exklusiven Videos eben halt für TikTok oder Instagram geben. Aber schaut natürlich gerne vorbei. Auf beiden Plattformen heiße ich TheAircraft. Das Ganze wird wahrscheinlich losgehen, wenn ich mein neues Handy bekomme, denn dann habe ich auch eine vernünftige Kamera, womit ich beispielsweise auch Instagram Stories und so aufnehmen kann. Und TikTok und Instagram kann man eben halt gefühlt eigentlich einfach nur am Handy benutzen. Zurzeit ist mein Handy kaputt, das heißt, ich kann es auch noch nicht benutzen. Sollte ja wahrscheinlich nächste Woche ankommen. Das heißt, ab dort geht es dann auch auf den Plattformen los. Allerdings wird es dort safe eben halt keinen Daily Content geben, sondern ich plane so ungefähr mit 2 bis 3 Mal pro Woche auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Twitter, Twitch und YouTube werde ich auf jeden Fall versuchen, komplett Daily Content durchzuziehen. Mein Twitch-Streams wäre auf jeden Fall mein Ziel, dass wir vielleicht auch so etwas machen, wie jetzt letztens den PC-Build-Stream, dass wir mal solche ähnliche Sachen dann auch irgendwann im nächsten Jahr machen können. Vielleicht mal einen Kochstream oder so zu machen. Damit sind wir auch schon mit dem Recap durch. Heute wird es wahrscheinlich keinen Stream geben. Vielleicht irgendwann so gegen 1 Uhr nochmal. Muss ich überlegen, ob ich Lust dazu habe. Aber ansonsten gibt es auf jeden Fall morgen wieder den ersten Stream im neuen Jahr. Und dann natürlich bis dahin. Ciao.